Im aktuellen Smokers News TV-Talk treffen wir heute Carsten Wille. Carsten Wille von der Inox Air GmbH. Shish Air ist eine Marke der Inox Air GmbH. Da muss ich schon ein bisschen nachgucken und es auch richtig schön rüberbringen. Und Sie sind einer der führenden Anbieter im Bereich von Lösungen für Luftreinigung. Sie sitzen in Gelsenkirchen und sind seit 2007 auch am Markt. Verschiedene Patente aus dem Bereich der Geruchs- und Partikelbeseitigung machen Sie zu einem Spezialisten für saubere Luft, insbesondere für gastronomische Anwendungen unter dem Einsatz von Holzkohle. Ja, unser aktueller Gesprächspartner, wie eben schon gesagt, Carsten Wille aus der Geschäftsleitung. Nun kann ich nur sagen, herzlich willkommen, Carsten Wille. Herr Will, auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön und ein herzliches Willkommen allen Zuschauern und Zuhörern. Ja. Schick mal ein bisschen die Gedanken zurück. Noch vor mehr als 2 Jahren ist es Ihnen gelungen, mit einer nachrüstbaren Filtereinheit auf den Markt zu kommen. Einfach um CO direkt am Kamin einer Wasserpfeife in CO2 umzuwandeln. Was heißt das für die Menschen, die nicht so schlau sind wie ich? Also wir haben ein Produkt entwickelt, was ähnlich funktioniert wie ein Katalysator in einem PKW, das eben versucht wird, über das chemische Verfahren der Katalyse einen an sich gefährlichen Stoff chemisch umzuwandeln in einen nicht so gefährlichen Stoff oder einen ungefährlichen Stoff insgesamt. Das verwenden wir bei dem von uns patentierten und erfundenen Produkt Shish Air in gleicher Art und Weise. Das heißt, unter Verwendung bestimmter Edelmetalle auf einem Keramikfilter und unter Einsatz von bestimmter Menge an Energie, in unserem Anwendungsbeispiel in der Energieform der Temperatur, können wir dann katalytisch das bei einer unvollständigen Verbrennung entstehende Kohlenmonoxid. Kohlenmonoxid ist ein hochtoxisches Atemgift. Können wir das Kohlen Monoxid umwandeln unter Zuhilfenahme des Sauerstoffes in der Luft in das weniger gefährliche Kohlendioxid. Das ist uns dann gelungen, es auch in eine kleine Form zu bringen, dass so ein Katalysator dann auf einer Wasserpfeife nachgerüstet werden kann. Da stehen wir also schon langsam Richtung Intertabak, Intersupply. Dort präsentieren Sie Inox Air, also mit einem neuen Katalysator für Wasserpfeifen. Und das ist dann exklusiv für die breite Öffentlichkeit. Was werden Sie präsentieren? Also anlässlich der diesjährigen Intertabak-Intersupply präsentieren wir Shish Air. Das ist der Markenname, der Produktname für den von uns erfundenen und entwickelten Katalysator. Und diesen Shish Air-Filter präsentieren wir anlässlich der Intertabak und Intersupply zum allerersten Mal der breiten Weltöffentlichkeit, also exklusiv auf der führenden Leitmesse für Rauchwaren, präsentieren wir das der breiten Öffentlichkeit. Der Besucher, der Interessierte, kann sich bei uns an unserem Messestand direkt über die Funktionsweise, über die Beschaffungswege dieses Shish Air-Filters informieren. Er kann sich auch über die Wirkungsweise live bei uns am Stand informieren durch Probieren. Ja, das heißt, er kann eine Shisha rauchen mit Filter und ohne Filter, weil immer eine große Sorge auch besteht, gibt es geschmackliche Veränderungen? Und das beweisen wir, dass es an dem Rauchgenuss der Shisha keinerlei Beeinträchtigungen gibt. Das hört sich erstmal alles sehr gut an. Natürlich immer wichtig, was hat denn welche Vorteile? Jetzt habe ich das ein bisschen gegliedert, würde erstmal ganz gerne fragen, was hat der gewerbliche Nutzer von dieser Entwicklung? Also für jeden Gewerbetreibenden steht natürlich in erster Linie der Nutzen einer Kostenreduktion, also im Vordergrund, wo kann ich Geld sparen? Der gewerbliche Anwender in einer Shisha-Bar spart Geld auf verschiedenen Wegen. Heute, mit Stand von heute, ist es so, dass ein jeder Shisha-Betrieb eine Lüftungsanlage in seinen Räumlichkeiten installiert haben muss, die sich an einer Maßzahl von 130 Kubikmetern pro Stunde pro in Benutzung befindlicher Shisha orientieren muss. Was heißt das? Gehen wir mal an Rechenbeispiel. Wir hätten eine Shisha-Bar, in der gleichzeitig maximal 20 Shishas betrieben werden können. Dann muss dieser Gastraum über eine
Lüftungsanlage verfügen, die 20 mal 130 Kubikmeter pro Stunde Luft austauschen kann. Das wären dann 2600 Kubikmeter. Unter Verwendung unseres Shish-Air-Filters reduziert sich diese Luftmenge wie folgt. Es brauchen nur noch 30 Kubikmeter pro Stunde pro Gast, egal ob er raucht oder nicht, und je Mitarbeiter berechnet werden. Auch wieder ein Beispiel. Wir haben 20 Shishas. Es wären in unserem Beispiel 2 Personen, die an einer Shisha rauchen, und wir hätten noch 2 oder 3 Mitarbeitende in der Shisha-Lounge, in der Shisha-Bar. Dann hätten wir 20 mal 2 Raucher sind 40, 40 mal 30 Kubikmeter sind 1200 Kubikmeter und nochmal 100 Kubikmeter für die 3 Angestellten, also 1300 Kubikmeter müsste die Lüftungsanlage nur noch pro Stunde schaffen. Das sind in diesem Rechenbeispiel 50% weniger Leistung, was die Lüftungsanlage hergeben muss. Entweder bei einer Neuinstallation kauft er von vornherein eine kleinere Lüftungsanlage, die auch ungefähr 50% günstiger ist in der Anschaffung, oder aber eine bestehende Lüftungsanlage mit 2600 Kubikmeter könnte er um 50% in seiner Leistung reduzieren. Leistungsreduktion heißt Strom sparen, Strom sparen heißt heute Geld sparen. Darüber hinaus tut auch der Gewerbetreibende bestmögliche präventive Arbeit zum Schutze seiner Mitarbeiter und seiner Gäste. Denn wir dürfen nicht vergessen, Kohlenmonoxid ist ein hochtoxisches Atemgift. Das war für mich jetzt höhere Mathematik, aber Sie haben das hervorragend rübergebracht. Also sozusagen, dass sogar ich als Normalmensch und Normaldenker das richtig nachvollziehen kann. Super, vielen Dank. Jetzt der nächste Schritt. Welche Vorteile hat der Nutzer davon? Bei dem privaten Nutzer steht natürlich auch der Gesundheitsschutz ganz weit vorne. Denn wie findet denn der Genussmoment eines Shisha-Rauchens zu Hause statt? Wenn es nicht das schöne Wetter ist, dass man auf der Terrasse draußen sitzt und ich von frischer Luft und einem permanenten, dauerhaften Luftaustausch umgeben bin, findet doch der Genuss einer Shisha in geschlossenen Räumlichkeiten statt. Es wird maximal das Fenster auf Kipp gestellt und in den Wintermonaten und Herbstmonaten, die vor uns liegen, wird es sogar so sein, dass wir die Fenster dauerhafter geschlossen halten werden, weil wir ja alle angehalten sind, aufgrund der weltpolitischen Lage Energie einzusparen und die Heizung runterzudrehen. In einem geschlossenen Raum oder auch nur mit einem abgekippten Fenster geöffneten Raum findet kein ausreichender Luftaustausch statt, dass das durch die Shisha, durch die Kohleverbrennung entstehende Kohlenmonoxid ausreichend abtransportiert wird. Das heißt, hier steht der Gesundheitsschutz, nämlich die Prävention einer Rauchgasvergiftung, im Vordergrund. Darüber hinaus kann der private Nutzer, und das gilt jetzt auch für den gewerblichen Nutzer, Geld sparen, weil unter Einsatz des Shish-Air-Filters die Menge an Kohlewürfeln, die ich brauche, reduziert wird. Ein herkömmlicher Shisha-Kopf wird durchschnittlich mit 3 Kohlewürfeln betrieben. Unter Verwendung unseres Shish-Air-Filters reduziert sich das auf 2 Kohlestücke. Darüber hinaus ist es durchaus üblich, dass während einer Session von 45 bis 60 Minuten noch einmal 2 weitere neue Kohlestücke hinzugelegt werden. Auch diese entfallen, weil das haben wir unter Einsatz in Realbedingungen in einer der größeren und führenden und renommiertesten Shisha-Bars bei uns in Gelsenkirchen und in Köln nachgewiesen, dass man mit 2 Kohlewürfeln 45 bis 60 Minuten ohne Geschmacks- und Qualitätsverlust eine Shisha genießen kann. Das sind Einsparungen im Bereich der Kosten für Kohlewürfel von bis zu 60%. Das heißt, Sie haben viele Hausaufgaben erledigt, bevor Sie den Markteintritt gewagt haben. Jetzt komme ich mal dazu, BGN empfiehlt den Einsatz von Katalysatoren. Was steht hinter dieser Aussage? Also die BGN, die Berufsgenossenschaft für Nahrungsmittel und Gastgewerbe, ist ja wie jede Berufsgenossenschaft für die Sicherheit der Arbeitnehmer in einem Anstellungsverhältnis zuständig. Wie vorhin schon erwähnt, wenn in einer Shisha-Bar geraucht wird, keine ausreichende Lüftungsanlage vorhanden ist,
dann ist es Aufgabe und Sorge der Berufsgenossenschaft BGN, dass die Mitarbeiter vor einer Rauchgasvergiftung durch Kohlenmonoxid geschützt werden. Fakt ist, dass in Deutschland die meisten Shisha-Bars von Amts wegen geschlossen werden, nicht weil unverzollter Tabak verkauft wird, nicht weil Alkohol oder Getränke ausgeschenkt werden, obwohl gar keine Schankerlaubnis vorhanden ist, sondern die meisten Shisha-Bars in Deutschland werden geschlossen, weil keine ausreichende bis hin zu gar keine Lüftungsanlage vorhanden ist. Also ein fahrlässiges gegenüber der Gesundheit, fahrlässiges Verhalten eines Betreibers gegenüber der Gesundheit seiner Mitarbeitenden, aber auch seiner Gäste. Deswegen ist es der Berufsgenossenschaft ein großes Anliegen. Und die Berufsgenossenschaft ist nicht nur eine Institution, die einen mahnenden Finger erhebt, sondern die auch Lösungsansätze präsentiert. So zum Beispiel unter anderem auch der Einsatz einer richtig dimensionierten Lüftungsanlage, wie an dem Beispiel der 130 Kubikmeter je in Betrieb befindlicher Shisha. Das ist eine Kennzahl, die die Berufsgenossenschaft mit ihren Laboratorien und wissenschaftlichen Instituten ermittelt hat. Also nicht nur die Lüftungsanlage berechnet auf 130 Kubikmeter, sondern auch der Einsatz eines Katalysators wie unser Shish-Air-Filter, mit dem nur noch 30 Kubikmeter je Gast und Mitarbeiter kalkuliert werden muss. Denn wir dürfen nicht vergessen, glühende Kohlen von Wasserpfeifen erzeugen durch die unvollständige Verbrennung das hochgefährliche Atemgift Kohlenmonoxid. Das Fatale an diesem Atemgift Kohlenmonoxid ist die Tatsache, es ist unsichtbar, es ist geruchlos, es unterbindet den Sauerstofftransport im Blut. Das führt zu Kopfschmerzen. Und wenn Sie Shisha-Raucher einmal befragen würden, empirisch in der Einkaufsstraße oder auch mal die einschlägigen Foren oder Social-Media-Beiträge betrachten, fast jeder Shisha-Raucher klagt über Kopfschmerzen und empfindet es heutzutage als normal. Es gehört dazu, dass ich beim Shisha-Rauchen Kopfschmerzen habe. Denn das muss nicht sein. Kopfschmerzen ist die erste Stufe der Rauchgasvergiftung. Es folgt Schwindel, Bewusstlosigkeit, ja, und eine Atemwegserkrankung oder Beschädigung führt auch oftmals zum Todesfall. Das dürfen wir bei der ganzen Sache nicht vergessen. Bereits ab 180 Milligramm Kohlenmonoxid pro Kubikmeter Raumvolumen können diese Symptome auftreten. Das ist sehr schnell erreicht, diese Zahl. Das kann man daran messen, wenn man sich anschaut, wie bestimmte Grenzwerte im Straßenverkehr, im öffentlichen Leben, im Gastgewerbe, im Büroräumen definiert sind, ab wann Luftaustausch stattfinden muss. Aktuelles Beispiel, wir kennen es mit einem anderen Kennwert, Kohlendioxid, im Kontext der Corona-Pandemie, wann wir lüften sollen. Auch da wird ein Zusammenhang hergestellt und da sind 180 Milligramm sehr schnell erreicht, weil der Grenzwert bei Kohlendioxid liegt bei 1000. Ja, das sind ja innovative, erklärungsbedürftige Produkte. Der Fachhandel muss hier als Multiplikator gewonnen haben. Wenn Sie jetzt zur Intertabak in diesem Jahr im September starten, heißt das, den Fachhandel zu informieren und dazu zu gewinnen, diese Informationen, die Sie aufbereitet haben, auch weiterzugeben. Aber ich habe mal so reingeguckt, Sie lassen auf der Intertabak richtig Dampf ab. Da passiert was, ne? Also die Intertabak ist für uns als Firma Inox Air eine absolute Premiere. Wir werden zum allerersten Mal unserer Firmengeschichte an dieser Spezialmesse für Tabak und Rauchwaren teilnehmen. Wir freuen uns alle bereits heute auf diese Teilnahme, weil es eine ganz andere Welt ist, in der wir uns sonst bewegen. Wir als Inox Air werden versuchen, maximale Aufklärung zum Thema der Vermeidung von Rauchgasvergiftungen zu betreiben. Das ist uns auch privat ein sehr großes Herzensanliegen, weil unser Unternehmen hat sehr viele junge Mitarbeiter. Wir haben ein Durchschnittsalter von ungefähr 25 Jahren bei unseren Mitarbeitern. Und das ist eigentlich die Top-Zielgruppe für Shisha-Bar-Betreiber. Junge Leute, Shisha rauchen, auch im privaten Shisha rauchen. Deswegen ist es uns da auch ein Herzensanliegen, dort präventive Aufklärungsarbeit zu betreiben. Shish-Air wird die Art und Weise, wie wir als Genießer in Zukunft eine Wasserpfeife rauchen werden, revolutionieren und den Rauchgenuss ein Stück weit in eine gesündere und verträglichere Form führen. Auf dem Messestand bei uns, wir sind vertreten in der Halle 3, Intersupply auf dem Messestand D030,
präsentieren wir zum Beispiel auf einem Großbildleinwandwürfel unsere drei neuen Kinospots. All das haben wir schon vorbereitet. Wir werden zusätzlich mit der von uns ins Leben gerufenen Shisha Police direkt im Foyer der Eingangshalle Nord, das ist der Haupteingang der Westfalenhallen, unsere aktuellen Produktvideos präsentieren und die Shisha Police wird flächendeckend Strafzettel für zu hohen Kohlenmonoxidausstoß verteilen. Das natürlich mit einem Smiley-Zwinkerauge, diese Aussage. Als besonderes Highlight bieten wir allen Besuchern und Besucherinnen dieser Messe die Möglichkeit, mit der Shisha Police dann bei uns auf dem Messestand an einem Fotoshooting teilzunehmen, um auch da eine bleibende Erinnerung mit nach Hause zu nehmen. Carsten Wille, das ist ein richtiges Powerpaket. Und das war dann heute, am vielleicht heißesten Tag des Jahres, die heißesten Infos aus Gelsenkirchen. Und das am internationalen Tag des Champagners. Also lassen Sie schon mal die Korken knallen. Wir freuen uns auf ein Gespräch in Dortmund auf der Edo Tabak. Bis dahin, gute Zeit. Und nochmal vielen Dank für diese ausführlichen Erklärungen rund um Ihr Unternehmen, rund um die Produkte, die Sie jetzt auf den Markt bringen. Vielen Dank. Auch wir sagen ein herzliches Dankeschön und liebe Grüße zurück.